Heute zeige ich euch die beste Achterbahn von jedem Hersteller, die ich bereits selber gefahren bin. Ich konnte bisher schon fast 1000 verschiedene Achterbahnen selber testen und dadurch sind über die Jahre natürlich auch schon sehr viele verschiedene Hersteller zusammengekommen. Ich bin aber trotzdem auch schon von vielen Firmen nur eine einzige Achterbahn gefahren, wie zum Beispiel Giovanola oder Beijing Shibolai Amusement Equipment, und diese inkludiere ich dann nicht, weil es da sowieso dann nur eine Antwort geben würde. Natürlich gibt es bisher aber auch einige Hersteller, von denen ich noch nichts gefahren bin, wie zum Beispiel viele aus dem asiatischen Raum. Wir starten direkt mit ABC Rides, machen das Ganze alphabetisch einmal durch. Und hier die beste Achterbahn ist auf jeden Fall K2 im Karlserlebnisdorf. Tube Coaster, erste der Art, die ich gefahren bin und meiner Meinung nach echt underrated. Die Bahn ist wirklich super gestaltet, es gibt einfach einen Dark Ride Part, aber trotzdem auch eine super Fahrt und sogar etwas Airtime. Also auf jeden Fall abgesehen von der Kapazität echt eine gelungene Familienachterbahn und definitiv das Beste, was ich von ABC Rides bisher erlebt habe. Machen wir weiter mit einem klassischen und berühmten Achterbahnbauer, den es aber nicht mehr gibt, und zwar Aerodynamics. Und die beste Achterbahn ist hier ohne Zweifel die Bahn, welche Aero auch in den Bankrott geführt hat, und zwar X2 bzw. damals X in Six Flags Magic Mountain. Magnum XL 200 in Cedar Point mag ich ebenfalls echt gerne, aber X2 ist bei weitem die beste Achterbahn von der Firma. Fourth Dimension Coaster und einfach nicht mehr normal sowas von gut. Ist schade, dass das die letzte Bahn der Firma war, aber zumindest sind sie auf einem sehr hohen Niveau geendet und X2 ohne Zweifel das Beste, was Aero bisher gebaut hat. Machen wir weiter mit einer kleineren deutschen Firma, und zwar Art Engineering, und haben bisher nur so ein paar Kiddie-Coaster gebaut bzw. als Subunternehmer gearbeitet, aber die beste, welche sie selber gebaut haben, nicht gefahren bin, ist auf jeden Fall Fridolins verrückter Zauberexpress in Fantasiana in Österreich. So eine schöne Familien- bzw. Kinderachterbahn mit so einer geringen Größenfreigabe, dazu einfach Katapultstarts, schöne Gestaltung, ist wirklich einfach echt gelungen. Kommen wir jetzt zu B&M. Die Firma hat mir die größten Achterbahnen auf der Welt gebaut und die größte ist tatsächlich auch mein Favorit von denen, und zwar Fury 325 in Caravans. Fast 100 Meter hoch, die höchste Achterbahn mit Lifthügel und einfach nur eine richtig gute Fahrt. Die erste Abfahrt ist der Hammer, allgemein die beste Airtime auf der B&M-Bahn, so eine Geschwindigkeit. Und Shambhala und PortAventura mag ich ebenfalls echt gerne, aber Fury 325 auf jeden Fall das Beste, was B&M bisher gebaut hat. Und machen weiter mit einem Alpencoaster-Hersteller, und zwar Brandauer. Und hier muss ich auch nicht lange überlegen, der Beste von der Firma ist Funbob im Adventure Park Simone in Italien. Dieser Brandauer Single Rail Alpencoaster ist jetzt nicht so lang, da gibt es andere, die sind über 2 Kilometer lang, welche auch echt gut sind. Aber was aus dieser Anlage rausgeholt wurde, es ist der Wahnsinn. So steil, so schnell und dazu einfach am Ende noch ein richtig starker Airtime-Hügel, wo man einfach nur aus dem Sitz gerissen wird, und das mit einem Gurt. Es ist bei Weitem der krasseste Alpine Coaster, den ich bisher gefahren bin, und deswegen natürlich auch das Beste, was Brandauer gebaut hat. Machen wir weiter mit dem Holzachterbahnhersteller CCI, Custom Coasters International. Gibt es mittlerweile auch nicht mehr, hat aber vor allem in den USA damals sehr viele Woodies gebaut. Und der beste hiervon ist auf jeden Fall Ghost Rider Knott's Berry Farm. Die Bahn wurde zwar von GCI einmal komplett umgebaut, renoviert, aber das Layout ist das gleiche, deswegen würde ich die Bahn jetzt trotzdem mal zu CCI zählen. Falls man das nicht tun möchte, würde ich wahrscheinlich der Megaphobia aus Oakwood nehmen. Beides wirklich echt starke Holzachterbahnen und das Beste, was ich von CCI bisher gefahren bin. Machen wir weiter mit Chance Rides. Und die sind vor allem bekannt für die skurrilen Tobagans, und das ist auf jeden Fall nicht das Beste, was ich von der Firma gefahren bin. Lightning Run fehlt mir noch und deswegen dürfte das Beste dann der Family Coaster Nickelodeon Slime Streak im Nickelodeon Universe in der American Dream Mall in New Jersey direkt bei New York sein. Ist jetzt keine Offenbarung, aber auf jeden Fall ein schöner Family Coaster. Machen wir weiter mit Dynamic Attractions. Ist eine Firma, welche erst vor nicht allzu langer Zeit pleite gegangen ist, und die beste Achterbahn von der Firma ohne Zweifel Mission Ferrari in der Ferrari World Abu Dhabi. Ich kann es bis heute immer noch nicht fassen, dass ich diese Bahn fahren konnte. Ja, noch einfach mal das Review zu anschauen, aber dieser SFX-Coaster mit Effektschienen, Überschlägen, Katapultstarts, wahnsinniges Theming ist einfach richtig gut und das Warten hat sich hier auf jeden Fall gelohnt. Ja, jetzt beim nächsten Hersteller wird es etwas schwerer, und zwar Fabri. Und was ist das Beste von Fabri? Wahrscheinlich irgendeine Spinning-Maus, aber sonst kann ich mich da jetzt wirklich nicht auf irgendwas Spezifisches beschränken. Ich würde sagen, irgendein Spinning-Coaster wird sein, aber konkret eine beste Achterbahn von der Firma, einen Favoriten, habe ich hier auf jeden Fall nicht. Kommen wir jetzt wieder zu einem deutschen Hersteller, und zwar Gerstlauer.
Und hier muss ich mir der Besten auf jeden Fall nicht lange überlegen. Junkern Power Park, auf jeden Fall eine gute Nummer 2, ist richtig gut. Aber bei Weitem das Maximum, was die Firma bisher gebaut hat, der Schwur des Kernen im Hansapark. So ein guter Hypercoaster, tolle Gestaltung, wahnsinnige Fahrt, Airtime, Richtungswechsel, Geschwindigkeit. Da ist auf jeden Fall alles dabei und ohne Zweifel das Beste, was Gerstauer bisher geliefert hat. Wir hatten schon CCI, kommen wir jetzt zu GCI, also auch eine Holzachterbahnfirma Great Coasters International, welche es immer noch gibt. Und die beste Achterbahn von der Firma dürfte für mich auf jeden Fall Triumph Toverland sein, zumindest unter den besten Eigenschaften, das heißt im Dunkeln, bei Halloween mit Feuereffekten. Wenn man es aber nur unter den normalen Bedingungen betrachten möchte, dürfte es dann Gold Striker in California's Great America sein. Wir machen weiter mit Grosseto. Das Beste dürfte wahrscheinlich dann Snow Dash sein, ist einfach nur so ein Mini-Spinning-Coaster, aber machen wir weiter lieber mit einem besseren Hersteller, und zwar der Gravity Coop. Baut ebenfalls eine Holzachterbahn und die beste von der Firma für mich ist Leviathan in SeaWorld in der Gold Coast in Australien. Das ist eine wirklich ziemlich neue Holzachterbahn, welche erst vor wenigen Jahren eröffnet hat und die Fahrt ist einfach richtig gut. Dazu könnte sie ebenfalls auch in der letzten Reihe rückwärts fahren, das ist ganz normal kranker und auf jeden Fall echt ein schöner Woody, den die Gravity Coop nach Australien geliefert hat. Machen wir weiter mit einem japanischen Hersteller und zwar Hoi Sangyo oder wie auch immer man es ausspricht. Und ich bin einfach nur 3 Family Coaster von denen gefahren während der Japan-Tour letztes Jahr. Das Beste dürfte wahrscheinlich Wanwan Coaster Wended sein, einfach nur wegen diesem krassen Namen im Yomiuri Land in der Nähe von Tokio. Aber sonst der Powered Coaster und Nagashima Spa Land ist ebenfalls von denen, war in Ordnung. Und sonst dieses random suspended Teil im Fuji Q Highland, das war ebenfalls einfach skurril, hätte ich wahrscheinlich sogar als Beste gepackt, wenn nicht einfach diese katastrophalen, abrupten, starken Bremsen gewesen wären. Machen wir weiter mit der meiner Meinung nach besten Achterbahnfirma, die es auf der gesamten Welt gibt, Intermin. Und hier die beste Achterbahn ist auf jeden Fall Taiga Nian Maki. Dieser Multi-Launch-Coaster in Finnland ist einfach sowas von gut. Airtime, Intensität, Launches, Richtungswechsel, tolle Lage, hier passt einfach wirklich alles und ist auch eine meiner absoluten Lieblingsachterbahnen und deswegen definitiv das Beste, was ich von Intermin bisher selber erlebt habe. Machen wir weiter mit L&T Systems, vielleicht Golddigger Mirabilandia, weil es war okay, aber jetzt besonders herausragend würde ich die Bahn auch nicht nennen, deswegen kommen wir lieber zu einem guten Hersteller und zwar Mack Rides. Und hier die beste Achterbahn ist für mich auf jeden Fall ohne Zweifel zu nennen und zwar Ride to Happiness im Plopsaland de Panne. Dieser Extreme Spinning Coaster ist einfach nicht mehr normal, sowas von intensiv, Airtime, Launches, Überschläge, das ganze out of control mit dem tollen Soundtrack. Bei der Bahn passt einfach alles. Wir bleiben bei deutschen Herstellern und kommen jetzt zu Maurer Rides. Diese Firma hat auf jeden Fall auch schon eine Menge sehr skurriler Bahnen gebaut und viele davon waren leider auch sehr unzuverlässig, weshalb es eigentlich kaum noch neue Coaster von der Firma gibt. Ich möchte von den Spike Tracks dann jetzt gar nicht erst anfangen. Die Spinning Coaster sind super, bei den X-Cars gibt es bessere und schlechtere, aber der beste ist auf jeden Fall Shock im Magic Land. Schöner Launch Coaster, es gibt Airtime, einen Überschlag, intensiv. Und allgemein auf jeden Fall eine gelungene Bahn ist auch das Beste, was die Firma bisher gebaut hat. Wir machen weiter mit einem skurrilen japanischen Hersteller und zwar Misho. Und die beste Achterbahn hier ist auf jeden Fall Loop de Loop im Rusutsu Resort. Das Ganze ist der einzige noch im Betrieb befindliche Shuttle Loop von der Firma mit einem von den intensivsten Loopings, die es gibt. Total skurril, aber echt eine super Bahn. Kommen wir jetzt zur Firma Morgan. Hat jetzt auch nicht so viel gebaut, aber das Beste, was ich gefahren bin, ist hier dann auf jeden Fall Steel Dragon 2000 in Nagashima Spa Land. Die aktuell längste Achterbahn der Welt, Giga Coaster. Und ich muss sagen, so überzeugt war ich von der Bahn für die Größe tatsächlich nicht. Ist aber trotzdem das Beste, was ich von Morgan bisher gefahren bin. Jetzt kommen wir zum mit dem skurrilsten Hersteller, und zwar Pax. Diese russische Firma hat einfach ein paar sehr dubiose Achterbahnen gebaut. Cobra im Conniland in der Schweiz gefällt mir schon gut, aber das Beste ist auf jeden Fall Wild Train im Fantasiana. Wie so ein Kiddie Coaster so eine Eject Airtime haben kann, ich weiß es nicht, aber Wild Train hat somit die stärkste Airtime, die es gibt, ihr werdet aus dem Sitz geworfen bis zum geht nicht mehr. Ich mag diese Bahn so gerne, ist auf jeden Fall echt schade, dass diese am Ende der Saison 2024 aus dem Fantasiana weichen muss, dafür kommt zwar eine echt schöne Neuheit, aber Wild Train ist einfach legendär und für mich die beste Achterbahn von Pax. Bei Fabri konnte ich mich schon nicht für eine gute Bahn entscheiden und jetzt sind wir bei Pinfari, das macht es echt nicht besser. Vielleicht sowas wie Mini Mega Coaster im Adventure Island in UK ist einfach so ein Family Coaster
Oder Otopoko Tour in Gardaland ist einfach ein Custom Wrecky Worm, der komplett extended ist und dadurch einfach mega lustig ist. Aber wirklich eine beste Bahn von der Firma, ich weiß es nicht, da kann ich mich auf jeden Fall nicht festlegen. Für den nächsten Hersteller gehen wir in die USA und kommen zu Premier Rides. Kennt man natürlich vor allem durch die Skyrocket Tours, wie zum Beispiel Skyscream Holiday Park, aber es gibt auf jeden Fall ein paar andere Achterbahnen von der Firma, die mir da besser gefallen. Und hier kann ich mich tatsächlich mal nicht zwischen zwei entscheiden. Und zwar einmal Full Throttle in Six Flags Magic Mountain und Flight of 4 in Kings Dominion. Erstere von beiden ist natürlich ein bisschen neuer. Züge kann die Firma allgemein eh nicht bauen, viel zu eng. Aber trotzdem Full Throttle, schöner Launch, Hangtime, Airtime. Aber Flight of 4 gefällt mir ebenfalls richtig gut. Indoor Launch Coaster mit Überschlägen drin und auch einer guten Gestaltung. Deswegen die beiden auf jeden Fall das Beste, was ich von Premier Rides bisher gefahren bin. Willkommen zu einem weiteren Holzachterbahnhersteller, welcher zwar noch aktiv ist, aber keine Holzachterbahn heutzutage mehr selber baut, und zwar PTC, Philadelphia Toboggan Coasters. Und hier auch nicht ganz so leicht, sich festzulegen. Das Beste dürfte wahrscheinlich Comet im Hershey Park sein, aber zum Beispiel Racer 75 in Kings Dominion ebenfalls nicht schlecht, aber die Beste würde ich jetzt einfach mal Comet einlocken. Jetzt haben wir als nächstes RCCA, die Roller Coaster Corporation of America. Ich bin schon Bennett von denen gefahren, Movie Park, Coaster Express und Parker Warner. Und ich kann keine von den beiden als beste Bahn der Firma einordnen, weil sie sind beide nicht gut. Sie sind aushaltbar, aber gut oder beste kann ich wirklich keine davon einordnen. Machen wir weiter mit White Engineer Switzerland. Und die beste Bahn ist hier natürlich ohne Zweifel die mit dem besten Soundtrack, und zwar Wilde Hilde im Schwabenpark. Also die Fahrt ist wirklich eher weniger spannend, aber die Gestaltung der Soundtrack macht hier die Fahrt einfach aus. Kommen wir zu River Shore, ebenfalls wieder so ein Standardhersteller wie auch Fabri, und so eine Standard-Spinning-Maus gibt es halt auch einfach viel zu häufig von der Firma. Aber Spinning Coaster XXL, ehemals transportabel, eine erweiterte Version vom Standard-Layout, fand ich auf jeden Fall echt ganz cool und dürfte das Beste sein, was ich von der Firma bisher gefahren bin. Komme jetzt zu einem weiteren Highlight-Hersteller und für mich die beste Firma nach ihrem Termin, und zwar Rocky Mountain Construction. Und hier die beste Bahn, was soll es sonst sein? Natürlich Steel Vengeance in Cedar Point. Muss ich, glaube ich, nicht weiter begründen. Ja, weiteres Highlight als nächstes, jetzt SBF Visa. Was ist die beste Achterbahn von SBF Visa? Es ist sehr schwierig. Wir haben Single Helix Coaster, wir haben Double Helix Coaster und wenn es gut läuft, gibt es sogar mal ein Camelback drin. Ja, also natürlich sonst noch die ganzen Spinner, aber das Beste würde ich wahrscheinlich sagen, hier Gravitrax im Ravensburger Spieleland ist auch nur prinzipiell ein Spinning Coaster, aber zumindest mit Looping Gondeln und hat ein bisschen mehr Gestaltung als die andere Variante mit dem Hamsterrad, die ich gefahren bin. Deswegen dürfte das dann wahrscheinlich die beste Achterbahn von der Firma sein. Machen wir weiter mit Schwarzkopf. Ebenfalls ein klassischer Hersteller, welcher auf jeden Fall damals sehr viel Innovation gebracht hat. Und wenn man es zählen möchte, würde ich hier vielleicht Liseberg Bahnland sagen, zumindest das Design ist von Schwarzkopf, auch wenn sie von Sierra gebaut wurde. Aber sonst, abgesehen davon, wahrscheinlich Psyche Underground, der Shuttle Loop in Malibu, Belgien. Machen wir weiter mit einem japanischen Hersteller, wieder sehr skurril, und zwar Senyo Kokyo, oder so ähnlich ausgesprochen. Und die beste Achterbahn, die ich von der Firma gefahren bin, ist Diving Coaster Vanish im Yokohama Cosmo World, also die Clickbait-Achterbahn Nummer 1. Sieht von außen super aus, während der Fahrt ist es in Ordnung, aber trotzdem einfach eine legendäre Achterbahn. Ein weiterer, eher unbekannterer Hersteller ist Z-Point, der bisher echt nicht viel gebaut hat. Und die beiden Bahnen, die ich von der Firma gefahren bin, sind der gleiche Typ, und zwar einmal Samba Gliders im Channing Skyworlds oder ebenfalls dann noch einmal nicht weit entfernt in Universal Studios Singapore, hat es auch noch was in Suspended Coaster. Das sind einfach die beiden einzigen, die die Firma gebaut hat. Die bin ich auch gefahren und viel tun sie sich jetzt auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wenn es nicht die gleiche Betreibergruppe wäre, hätte man auch niemals noch eine weitere Anlage davon gebaut. Aber Samba Gliders hat auf jeden Fall so ein bisschen größeres Layout, deswegen dürfte das dann die etwas bessere Achterbahn von Z-Point sein, weil Universal Singapore hat zwar eine Jurassic Park Gestaltung, aber so viel Gestaltung ist dann während der Fahrt halt auch nicht. Mit Skurrilität geht es weiter, willkommen zu Soke, ehemaliger Hersteller aus Frankreich, welcher auch ein paar sehr besondere Bahnen gebaut hat. Und die beste für mich dürfte wahrscheinlich dann Lost City of Gold in der Sunway Lagoon in Malaysia in Kuala Lumpur sein. Die Bahn ist relocated, befand sich ebenfalls einfach auch mal im Nigloland, ist jetzt hier relativ weit oben gelegen, einzige Achterbahn vom Park, hat aber zwei große Airtime-Hügel, welche Airtime haben, ist relativ lang und fand ich von Family Coaster dann doch besser als erwartet und deswegen das hier auf jeden Fall das Beste, was ich von der Firma bisher gefahren bin.
Wir gehen zurück nach Amerika und kommen jetzt zur S&S und die beste Bahn hier ohne Zweifel Ichinaika im Fuji-Q Highland. Vor dem Mansion Coaster, eine der besten Achterbahnen, die ich bisher weltweit gefahren bin und ohne Zweifel das Beste von S&S. Kommen wir zu einem weiteren japanischen Hersteller, somit dem bekanntesten, und zwar Togo. Hat auch so ein paar sehr skurrile Sachen gebaut. Die Ultra Twister mag ich echt gerne, aber das Beste ist ohne Zweifel Fujiyama im Fuji-Q Highland. Hypercoaster von Togo und einfach sowas von underrated. Die Airtime auf dem Teil ist wirklich einfach nur sowas von unterschätzt und richtig gut. Ich mag Fujiyama echt sehr gerne, auch hier kann ich mal empfehlen, das eigenständige Review zu anzuschauen, weil über die Bahn wird immer noch viel zu wenig geredet. Kommen wir zu einem der größten Hersteller, und zwar Vekoma aus Niederlanden. Und die beste Bahn hier, muss ich jetzt auch nicht so lange überlegen, ist auf jeden Fall Flying Phantasialand. Toller Flying Coaster, dazu die Gestaltung, ist einfach wirklich sehr gelungen, aber allgemein auch die neuen Vekomas, auch zum Beispiel Phoenix und Faruk Sommerland, ist echt richtig stark und die Firma hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr gemacht. Wir hatten schon viel Skurrilität aus Frankreich, aus Japan, gibt es aber auch aus England, und zwar WGH Transportation. Und die beste davon dürfte wahrscheinlich Tracken im Legoland sein, ist aber trotzdem abnormal skurril, fährt einfach über eine Wiese, hat viel zu viele Lifthügel, ist eher wie so ein Backyard Coaster vom Feeling her. Ich weiß nicht, warum diese Firma dann doch geschafft hat, einige Achterbahnen zu bauen. Und die anderen sind halt jetzt auch nicht viel besser. Ist einfach eine sehr skurrile Sache und das Indizierer Force 5 Drachenachterbahn aus einer anderen Lego dahinter definitiv ein bisschen besser. Aber was die Skurrilität angeht, ist WGH Transportation auf jeden Fall oben mit dabei. Wir kommen jetzt zu den letzten drei Herstellern. Und hier haben wir einmal Vigant. Baut ebenfalls hauptsächlich Alpine Coaster her und die beste Bahn von der Firma, die ich gefahren bin, ist auf jeden Fall die Rodelbahn Brattaschir in Kowalten. 3,3 Kilometer lang, also auf jeden Fall richtig gut und Airtime und so weiter auch schön vorhanden, echt ein schöner Alpine Coaster. In Deutschland haben wir im Ford Fun ebenfalls eine echt gute Anlage, aber in Kowalten in der Schweiz steht hier auf jeden Fall mein Favorit. Vorletzte Firma, Zamperla. Eher vor allem für die Kiddie und Family Coaster bekannt, weil die größeren Achterbahnen sind jetzt auf jeden Fall nicht so gelungen. Zamperla Volaris, die Flying Coaster, will ich gar nicht erst anfangen drüber zu reden und Thunderbolt im Coney Island Luna Park in New York ist auch nicht unbedingt gut und deswegen die beste von der Firma, ich würde sogar fast sagen, Eel Racing Coaster im SeaWorld Abu Dhabi. Das Ganze ist nur ein Kiddie Family Coaster, der Indoor liegt, aber die Gestaltung ist auf jeden Fall richtig gut und deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier die Bahn, da sie mich echt positiv überrascht hat. Schließen wir das Ganze ab mit einem deutschen Hersteller und zwar Zira. Die beste, jetzt könnte ich wieder mit Liseberg Bahn ankommen, aber so von den neueren Zira-Anlagen wahrscheinlich sowas wie Polar Explorer im Legoland Billund, aber der Hauptteil von den Zira-Bahnen ist ja auf jeden Fall eher in der Kiddie Family Richtung. Die Pathwheel Coaster, die Firma gebaut hat, bin ich bisher noch nicht gefahren, aber sonst, wenn man es sehen will, Liseberg Bahn an, Polar Explorer, eine von denen, dürfte auf jeden Fall die beste sein, die ich erlebt habe. Und jetzt könnt ihr auf jeden Fall auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Welche sind sonst auch allgemein eure Lieblingshersteller? Ihr habt ja schon gehört, Intermin und AMC, bei mir auf jeden Fall sehr weit oben. Aber sonst auch Vekoma, Gerstlauer, Mack Rides, definitiv auch mit oben dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.